Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. So, Spülmaschine läuft. Ich weiß nicht, ich habe ja jetzt heute auch mal wieder hier, man sieht es kaum, mein kleines schwarzes Lavaliermikrofon angeschlossen an meine Kamera. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hört man die Spülmaschinen, die Nebengeräusche nicht so arg. Das haben ja manche von euch letztes Mal, wo ich auch schon mit dem Lavaliermikrofon aufgenommen habe, eigentlich begrüßt und haben gesagt, Nadine, es hört sich anders an, aber es hört sich nicht schlechter an und das, was wollen wir mehr, ne? Ja, was wollen wir mehr? Wir wollen ein Haul. Ja, ich war mal wieder im DM und im Rossmann die letzten Tage und habe einfach mal was eingekauft. Kassenbon habe ich. Ich habe drei Tüten. Die sind jetzt nicht voll bis oben hin. Hier zum Beispiel habe ich eine Tüte. Da war ich jetzt im Rossmann vorgestern. Ja. So, und das möchte ich euch zeigen. Ich war nämlich auf manches ein bisschen scharf, was ich schon gesehen hatte. Und ja, genau. Ich zeige euch die Produkte und vielleicht können wir hinterher das ein oder andere oder auch schon, wie ihr kennt es ja, während ich hier drehe, direkt ausprobieren. Das ist ja immer so mit am schönsten. Ich habe auch was für meine Nägel entdeckt. Ich hole das jetzt erstmal alles raus. Ja, genau. Und es ist ja so, dass bei Catrice jetzt der Sortimentswechsel, da sind ja wieder neue, altes geht raus, neues kommt rein. Da sind die bei uns ziemlich langsam. Aber was heißt langsam? Ich weiß gar nicht, wie weit andere sind. Bei uns ist es so, ich habe einen Extra-Aufsteller gesehen von neuen Catrice-Sachen. Das macht Catrice ja dann, ne? Bevor die neue Theke, also bevor die Theke neu eingeräumt ist mit den neuen Produkten, machen sie so einen gesonderten Aufsteller und da sind schon mal so ein paar Produkte, die man dann schon mal mitnehmen kann. Und meistens sind auch sehr interessante Produkte. Da habe ich nämlich bei Rossmann den Ständer, habe ich den gesonderten von Catrice gesehen. Aber bei Catrice in der Theke war noch Ausverkauf der alten Sachen. Und im DM das Gleiche. Also, ich lege jetzt mal los. Rossmann, was habe ich mitgenommen? Sport. Ich hatte mal so elastische Bänder, Trainingsbänder. Ich mache ja auch Reha-Sport. Das ist hier von Rossmann Ideenwelt. Und man hat hier zwei. Zwei gesonderte Bänder, habe ich das richtig? Ach, jetzt ist auch egal. Jetzt gucke ich, ob die Kamera richtig eingestellt ist. Ein leichtes Band, das ist das helle, und ein Mittel für Yoga, Pilates und Fitnessübungen. Also man kann ja auch mit diesen Bändern schöne Übungen, Kraftübungen machen. Und ja, wie gesagt, ich hatte mal welche, aber die waren auch da, die waren irgendwo mal mit umsonst dabei. Und ich hoffe einfach mal, dass diese hier besser sind. Die fühlten sich nicht gut an. Ja, jetzt habe ich natürlich die Schere vergessen oder ein Messerchen. Gleich stehe ich wieder hier. Dann muss ich aufstehen mit der Kamera. Ihr seid ja jetzt verbunden. Also ich bin mit der Kamera verbunden. So, also. Ich habe ja auch, ihr seht es, da stehen Hanteln. Hier ist mein Pilatesball. Dann habe ich da noch ein Stöckchen, meine Matten. Im Schlafzimmer habe ich einen großen Gymnastikball, ja. Weil immer wenn wir haben jetzt eine neue Reha-Trainerin, die haben jetzt gewechselt und die macht, da war ich jetzt am Freitag das erste Mal, da haben wir was mit Hanteln gemacht. Das waren eigentlich total einfache Übungen. Erst ohne, dann mit Hantel und das haut rein. Ich habe im Bauch, wir haben Bauchübungen gemacht mit Hanteln. Ich habe wirklich jetzt, ich muss mehr Bauchübungen auch machen. Ich habe es Freitag. Wir haben heute Sonntag, wo ich hier drehe. Und am Freitag war der Reha, also gestern. Und auch heute spüre ich meinen Bauch. Und mit den Bändern habe ich aber auch schon Reha-Sport gemacht. Und ja, so sehen die aus, ne? Also ist das hier die Leiche. Ich mache mal die leichte Variante auf. Direkt einen Rüssel dran. Also die riechen auch nach Gummi. Das ist ja so ein Gummiband. Aber die einen, die ich mal hatte, die ich auch nie wiederfinde, die stanken und die waren so, die sind hier schön glatt und die waren so klebrig. Ja. Und ich denke mal, ich werde auch hiermit, also wir haben schon im Reha-Kurs mit diesen Bändern trainiert. Also die sind schon lang, ja. Und die kann man sich aber auch umwickeln
Und dann kannst du richtig gute Übungen damit machen, mit ganz leichten Bewegungen. Ja, jetzt fange ich schon an hier, ne? Jetzt habe ich Bock. Gibt ja auch überall. Du brauchst ja wirklich auf TikTok oder auf Instagram nur ein paar Sekunden, bleibst du stehen beim Bild oder beim Video, wo eine Frau oder ein Mann eine Hantel stemmt. Schon sind die nächsten Tage sowas ploppt direkt auf. Ja, genau, so ist das. Aber Hanteln brauche ich nicht. Das war das erste Produkt. Ich blende euch die Preise ein. Nagellackentferner. Ich habe mir zwar letztens im DM so ein Döschen mitgenommen, aber das hier kannte ich noch nicht von Isana und der wird ja nicht schlecht. Und da ich jetzt wieder vorhabe, mehr meine Nägel zu lackieren, ich finde es gut, der ist acetonfrei, hat ein schönes Design und das kennt ihr, ne? Töpfchen, Finger rein, drehen und im besten Fall ist in ein paar Sekunden der Lack ab. Der Lack ist ab. Mit Aprikosenkernöl, fruchtiger Duft, einfaches und schnelles Ablackieren. Fruchtiger Duft. Na, hier ist Schwämmchen. Oh, der ist fruchtig. Oh mein Gott. Boah. Ich rieche ein bisschen Frucht, aber im Vordergrund steht Nagellackentferner Duft. Aber ich weiß gar nicht, ob ich von Isana hatte ich früher auch mal so Töpfe. Aber das ist eine andere Sorte hier. Ich bin gespannt. Hergestellt in Deutschland steht hier noch. Schauen wir mal. Ohne was? Mikroplastikfrei. Flasche ohne Farbe und Verschluss. Ah, okay. Alles klar. So, du kommst dein. Nee, dein oder hierhin? Ach, ich weiß auch nicht. Ja, jetzt kommen wir schon zu dekorativen. Und zwar, ich wollte mal, ich habe einen schon von Espressi, also von Essie gibt es ja die schmalen, die heißen Expressi. Und da gab es neue Farben und das war auch so ein gesonderter Aufsteller. Meine Nägel, ihr seht, sind noch teilweise ramponiert, aber wesentlich besser wie noch vor 2, 3 Wochen. So langsam könnte ich jetzt vielleicht mal lackieren. Und ich fand dieses Grün so schön frühlingshaft und ich liebe ja Lila und dieser lila Ton. Es gab noch eine hellere Variante, aber ich mag es lieber, wenn so ein lila Ton dunkler ist. 560 Quick and Dry. Ich wollte gerade sagen, der heißt Quick Dry. Schnell trocknen. Ja, so heißen die alle. Nein, der heißt Choreo Queen, glaube ich. Aber die 560. Und der grüne hier, dieses etwas giftige Grün, die 565 heißt Main Character Moment. Alles klar. Länger geht's nicht, wa? Ja, ich könnte es gleich mal probieren. Mal gucken. Pinselmäßig, genau, da hatte ich ja den Espressi und da war der Pinsel so abgeknickt. Und da habt ihr mir aber schon gesagt, weil ich dachte, das wäre ein Montagsprodukt. Da habt ihr mir aber schon gesagt, nein, Nadine. Und siehe da, der hat auch so einen Knick. Also ich habe keinen Knick in der Optik. Seht ihr das? Der ist nicht gerade, der knickt da weg. Warum ist das so? Essi, ihr schaut doch bestimmt meine Videos, ganz klar. Ich danke dafür. Warum ist das so, Freunde? Jetzt gucke ich mir den auch nochmal an. Vielleicht hatte ich ja zwei Montagsprodukte. Oh, das ist ein tolles Lila. Nee, der hat auch einen Knick. Oh, ist das schön. Den mache ich jetzt mal auf den. Nee, der kleine Finger ist noch. Ha, wo mache ich dich hin? Ich mache den mal einfach auf den blanken Nagel. Ich habe mir auch einen neuen Unterlack gekauft. Das kommt aber gleich in der anderen Tüte im DM. Und meine Nagelhaut im Moment versuche ich halt ganz, ganz viel meine Nägel zu pflegen. Und die Nagelhaut reißt trotzdem teilweise. Ich habe nicht viel Nagelhaut, aber hier auf ein, zwei und den ich mir gerade lackiere, da ist auch Nagelhaut auf dem Dings. Das ist nicht schön lackiert. Aber leider muss ich feststellen, er ist nicht ganz deckend. Seht ihr das? Also ich denke mal, ich meine, es heißt, wir gucken mal, wie schnell der ist. Hier steht kein Timer. 10 Milliliter übrigens, ist ja auch schon viel, ne? Ich finde es schön, dass die so schmal sind. Ich muss eh, habt ihr mal Bock auf so eine Nagellacksammlung mit Ausmisten? Das ist auch eine gute sportliche Übung, weil manche Nagellacke stehen ja schon seit mehreren Jahren unberührt, zugestaubt in meinem Regal. Und dann setzt sich das ja so ab, also müssen wir schütteln. Ja. Machen wir das. Habt ihr Lust? Schreibt mir das mal, ob ihr Lust habt. Jetzt der Vollständigkeit halber lackiere ich mir auch noch das Grün. Ich meine, wenn er jetzt schnell durchtrocknet,
Dann kann ich ja auch schnell eine zweite Schicht lackieren. Ja, das ist so ein richtig schönes Giftgrün. So leicht, ja, gelbgrün, gelbgrün. Ist aber auch nicht in einer Schicht deckend. Schaut mal, das sieht man. Ne, da guckt noch mein Nagel durch. Aber an sich die Farben. Also ich denke, um es noch schöner zu haben, muss man eine zweite Schicht. So, jetzt muss ich aufpassen. Also dann, ich habe nirgendwo bei, ich folge ja einigen Beauty-YouTubern, aber ich hab bei niemandem diese LE gesehen. Und jetzt muss ich, glaube ich, aufstehen, oder? Ja, ist zugeklebt. Rival Loves Me hat rausgebracht Just You and Me. Wahrscheinlich schon angelehnt an den baldigen, ja, ist noch ein bisschen weg, aber Valentinstag steht ja an. Hab mir zwei Produkte mitgenommen. Ist ein Blush. Da war ein Tester, der war ganz schön gut pigmentiert. Der seidig zarte Blush lässt sich leicht verblenden und betont die Wangenknochen in wenigen Augenblicken. Ja, da konnte ich die Flossen nicht von lassen, ist ganz klar. Jetzt mache ich euch mal eben, was mache ich denn jetzt? Warum habe ich da auch nicht dran gedacht? Ich mache mal eben eine Pause. So, ich habe jetzt Pause gemacht, ne? Dann habe ich mir den, ihr steht ja auf so einem mittelgroßen Stativ, dann bin ich jetzt gerade durch die Küche mit spaziert und habe mir, kennt ihr das Messer noch? Kennt ihr das Messer noch? Kinder, falls Kinder zugucken, immer Erwachsenen, lasst die Flossen vom Messer. Ich bin erwachsen und habe mich geschnitten, weil eine Verpackung, das war doch von der Essence Drachen LE. War doch der. Tschüss! Meine Schwägerin. Da war doch. Die war doch so. Da bin ich ja abgerutscht. Wollte das aufmachen und dann ist aber ganz gut verheilt. Hier, da war das. So eine leichte Kruste. Ja, jetzt muss ich aufpassen. So. Vorsichtig. Also bitte. Also mal. Ne? Kann so schnell was passieren. Und jetzt habe ich es doch eigentlich geöffnet. Ich fasse mal, jetzt ist ja ungefähr 2 Minuten vergangen. Ich fasse mal erst auf den lilanen hier. Oh ja, der fühlt sich ganz leicht klebrig noch an. Stinkefinger ist da, der grüne Giftfinger. Ja, ich mache gleich noch mal eine zweite Schicht. So, und wir haben verschiedene Farben, so ein Beige-Ton, aber die Herzchen in so einem rosa, hellen, dunklen Pink. Wunderschön, oder? Ach, ist das herrlich. So, und ich habe mir dann als zweites Produkt aus der LE, die anderen Sachen habe ich nicht so vom Hocker gerissen. Wenn ich das noch richtig in der Birne habe, war da viel zum Aufkleben hier. So Wimpern, glaube ich. Ach, sowas mache ich. Karneval verkleide ich mich dieses Jahr auch noch nicht. Aber den Pinsel hier fand ich schön. Puderpinsel in Herzform. Besteht aus hochwertigem synthetischen Pinselhaar, eignet sich ideal zum Auftragen, na, vom Bronzer und Highlighter und alles, was pudrig ist. Ja, der Puderpinsel sollte natürlich zwischendurch mal gereinigt werden. Wie kriege ich dich denn jetzt hier auf? Jetzt muss ich mal ganz genau hingucken. Oder hier unten. Ja, ich glaube hier unten. Habt ihr euch aus der LE was mitgenommen? Wie gesagt, ich habe die gar nicht auf dem Schirm gehabt. Habe mich natürlich gefreut. War auch nicht bei Rival Loves Me oben in der Theke drin. War ein gesonderter Aufsteller. Ja, das brauche ich jetzt hier nicht. So. Und bei Pinseln, wie gesagt. Oh, warum klebt denn hier so ein. Aber süß gemacht. Ist er ja, schaut mal. So ein schöner, hier wirklich schöner Griff. Gold. Und dann Herzchenform. Hier ein bisschen rosa und hier haben wir, ich glaube, man kann es erkennen. Ja, ich würde sagen, nee, wir lassen das jetzt erstmal noch. Also ich wende das aber gleich an, weil es kommt, glaube ich, gleich, oder? Ich habe halt noch was anderes Dekoratives. Ich weiß jetzt nicht, ob dann die Reihenfolge so sinnvoll ist. Aber ihr wisst, das kommt gleich zum Einsatz. So, und jetzt kommt noch ein Produkt aus dem Rossmann, was ich bei Catrice geshoppt habe. Ich mache mir mal eben eine zweite Schicht hier, weil die sind wirklich schnell, die Dinger. Aber warum haben die so einen Knick? Warum hat der Pinsel? Ja, vielleicht, es hat bestimmt irgendeinen Sinn, natürlich. Aber ich habe auch noch nicht auf der Homepage. Man könnte ja mal bei Essie anrufen und fragen.
Hier, jetzt ist er deckend. Ja, den grünen lasse ich jetzt mal so. Der wird auch so schön deckend sein. Der hier gefällt mir richtig gut. Ach komm, wir machen, wir haben ja Zeit, ne? Ihr habt Zeit. Ihr guckt mich ja so, so gerne. Ich finde das klasse. Also auch, dass viele von euch Zeit nehmen, mein Video ein Däumchen gibt, einen Kommentar da lasst. Es wird auch bald wieder ein Zuschauerpostvideo kommen. Ich hatte tatsächlich, ich glaube, immer noch Winterpost rausgeholt. Aber ihr dürft mir immer schreiben. Meine Postfachadresse ist unter jedem Video oder fast. Ich weiß gar nicht, seit wann habe ich das Postfach? Boah, das habe ich mir damals schon recht früh. Ich glaube 2013 oder 2014, also. So, auch hier würde ich sagen, na, ja, doch geht. Aber so die Farben zusammen, ne, wenn man sich jetzt vorstellt, man macht ein Statement. Okay, der Mittelfinger jetzt als einziger in Grün ist nicht so. Ich würde jetzt, glaube ich, im Wechsel machen. Ja. Aber schön. Also ich komme, auch wenn der Pinsel einen Knick hat, komme ich ganz gut damit zurecht. Ja. Hi Puma. Da ist mein Freund Puma. So, jetzt kommt das Produkt. Das habe ich in dem gesonderten Aufsteller. Das ist ein Produkt, was jetzt neu in die Theken einzieht. Catrice Space Glam Holo Highlighter. Und wenn ich Holo Manolo lese, dann ist es um mich geschehen. Die 010, beam me up. Ja, was auch sonst. Ja, ist der auch zugeschweißt? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. So, da war ein Tester. Ich war erst im DM, also bevor ich im Rossmann hier. Rossmann war ja vorgestern, DM war 2 Tage davor. Anfang der Woche, glaube ich, letztes Jahr. Und da war der schon vergriffen. Da gab es nur noch den Tester. Und dann war ich im Tester drin und dachte mir, hat zwar hier und da ein bisschen. Ich zeichne euch erstmal so. Ich finde es auch schön, dass der Rand hier so holomäßig hergerichtet. Ich nehme jetzt mal hier, ich gehe mal rein. Das fühlt sich sehr, sehr weich an. Überhaupt keine Sprenkel. Moment. So, und dann sieht man am Finger, glaube ich, schon. Ja, das könnte holomäßig abgehen. Oh ja, sehr schön. Na, je nach Lichteinfall, den werde ich jetzt auch gleich benutzen, sagte sie und dann fiel ihr ein, obwohl, genau, da stand ja auch, der Pinsel geht für Highlighter. Wenn man vielleicht nur die Kante hier nimmt. Ja, ich werde den Pinsel dann mal eben kurz hier säubern. Ich habe ja Tücher. Ich habe jetzt keine Lust aufzustehen, aber wer weiß, was noch kommt. Aber der ist schön, Der hat so goldene, ich versuche es euch mal zu zeigen, im Sonnenlicht wäre das jetzt schön. Der hat goldene Partikel, die ganz fein gemahlen sind, aber unheimlich schön vom Glanz. Seht ihr das? Also das gefällt mir richtig gut, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe sogar, machen wir erstmal weg. Genau, ich habe im DM, es gibt neue Lippenprodukte. Da habe ich, glaube ich, drei Farben, zwei oder drei Farben mitgenommen. Ich bin gespannt. So, der Beutel ist leer. Jetzt, Moment, Nagellack ist noch etwas klebrig, ja. Aber die Farben sind toll. So, das teste ich gleich. Ja, dann fange ich hiermit an. Da war ich im DM jetzt. Klar, jetzt kommt ja nur noch zwei Beutel DM. So, dann mache ich jetzt mal dieses hier. Das ist jetzt ein weiteres Produkt. Das war auch in dem Aufsteller. Ich meine in dem, wo es auch die neuen Espressi-Farben gab. Oder? Es gibt wohl viele neue Pflegesachen von Essie. Ich mag manche Produkte sehr, zum Beispiel den Essie Good to Go. Jetzt heißt er, glaube ich, oder gibt es den Good to Go noch? Ich weiß gar nicht, wo der Unterschied ist. Es gibt ja den Speedsetter. Den kann ich sehr empfehlen als Topper, ne? Der auch noch mal die Nagellacke schnell durchtrocknet und als Schutz oben drüber liegt und einen schönen Glanz hinterlässt. Und jetzt haben wir hier einen Good as New. Improved Nail, hier steht eine Woche. Also die verbessert die Nageloberfläche. Das wäre bei mir nicht schlecht. Angereichert mit Ceramiden. Hier, eine Woche. Also innerhalb von einer Woche muss ich was tun. So sieht die Verpackung aus und ihr seht, das Fläschchen ist so, ja, so hellrosa. Nee, was steht hier? Zartes Rosa, semi-mattes Finish. Also nicht ganz glänzend. So, jetzt steht hier in super kleiner Schrift.
Unser nageloptimierende Formel mit einem mit Ceramiden angereicherten Komplex für sichtbar unebene und verfärbte Nägel. Also wäre vielleicht auch, ich hatte letztens auch, was habe ich da gemacht? Einmal Kurkuma, hätte ich mir bis dahin, da hatte ich auch richtig, als hätte ich hier so diese Raucherhände, habe ich mit Kurkuma, habe ich vergessen, Handschuhe anzuziehen. Und dann hatte ich aber auch was mit Paprika ist, oder Möhren, da, ne? Ist doch nicht schlecht, wenn das dann aufhält irgendwie. Gleicht Nagelfarbe und Textur sofort aus. Kaschiert sichtbar Unebenheiten. Zartes Rosa, semi-mattes Finish, streifenfrei. Ja, das probieren wir mal. Es soll den Nagel innerhalb von einer Woche verbessern und man soll es zwei Schichten jeweils, also immer zwei Schichten auftragen. Auf die sauberen, unlackierten Nägel trocknen lassen. Ja, ich hoffe, das braucht jetzt nicht so lange. Auch den probiere ich jetzt aus. Ich weiß, es ist immer eine Kostenfrage, aber wenn ich, wie gesagt, ja, sieht so aus. Und dann steht hier, was steht hier? Good is new. Dann steht hier nichts. 13,5 Milliliter. Ah ja, das ist mir aufgefallen. Hier, doch, hier ist auch eine Kugel. Man muss nur feste schütteln. Hier, Mikrofon ist hier, Nadine. Also ihr könnt mir schreiben, ob ihr Bock habt auf Nagellacksammlung. Dann würde ich ein bisschen aussortieren. So, jetzt mache ich mal einen auf diesen Finger hier. Oh, das war ein bisschen viel. Ja, die normalen Essilacke, wie auch jetzt diese pflegenden, die haben nicht den krummen Pinsel. Vielleicht hat es was mit der Flaschenform was zu tun, habe ich, weil die ja sehr lang ist, damit man in die Ecken, damit man auch alles rausbekommt. So, das ist eine Schicht hier. Ja, hier, der Nagel, klar. Es ist wirklich, wenn man so guckt, kommt dem sehr nahe, was in der Flasche auch ist. Ein schönes, zartes Pink-Rosa. Und ja, lassen wir erstmal trocknen jetzt, ne, bevor ich eine zweite Schicht drauf mache. Aber ich sehe das jetzt schon, ja, es, ihr seht, es glänzt nicht ganz so wie diese hier, ne? Seht ihr? Ich hoffe, man kann das erkennen. So, jetzt muss ich aber aufpassen hier. Genau, ich habe auch ein bisschen Haushalt, weil mir ist alle gegangen. Der Frosch-Essigreiniger, also am liebsten nehme ich Frosch. Wenn ich mal andere Essigreiniger gekauft habe, dann gab es den gerade nicht. Das ist ganz normale, mit kennt man, ne? Also ich bin so bekennende Froschliebhaberin, was das Putzen auch angeht. Hab auch andere Reiniger, aber gerade Essigreiniger so für die Toilette, fürs Bad, benutze ich den hier sehr, sehr gerne. Den musste ich nachkaufen. Dann habe ich noch ein weiteres Produkt, und zwar den Dusche- und Badreiniger. Ja, das ist der Citrus hier, Dusch- und Badreiniger. Den hatte ich jetzt länger nicht, da hatte ich erst was anderes. Stark gegen Kalk, aber den hatte ich schon mal. Ich finde den gut, finde den wirklich gut, ja. So, und dann ist das Tütchen leer, glaube ich, oder? Wartet mal. Nee, hier ist noch was. Ha. Ich muss ein bisschen aufpassen mit der Hand. Aber jetzt sieht man es noch besser. Schaut mal. Ist auch fast trocken. Ne, jetzt sieht man, da ist halt wirklich, der geht eher ins Matte. Nicht ganz matt. Ja, finde ich aber von der Farbe her ganz schön. So, neue Theke. Es gibt auch von Catrice jetzt, also in dem gesonderten Aufsteller, habe ich gefunden, den Catrice Eyeliner in Waterproof. Den gab es auch in nicht Waterproof, aber ich wollte auch mal einen in Waterproof haben. Ich glaube, ich werde den mal testen, wenn ich jetzt demnächst joggen gehe. Ich habe vor, wann könnte ich das machen? Dienstag? Dienstag oder Mittwoch, je nachdem. Da soll es auch nass werden. Es wird jetzt, wir haben noch Schnee. Heute Morgen, als ich joggen gegangen bin, hatten wir minus 2 Grad. Der Wind pfeift so. Der Wind hat das Ganze gefühlt 10 Grad kühler gemacht. Das war sehr unangenehm. Ich war gut eingepackt, Mütze, alles, ne, Handschuh, aber im Gesicht. Hm. Naja, vielleicht teste ich das mal nächste Mal. Weil das ist einer der 010 Stay in Black. Ja, wasserfest steht hier. Ne, sieht so aus, ist jetzt neu. Und der, oh, der hat aber ein interessantes, oje, oje. Ach nee, da war nur so viel Produkt dran. Das probieren wir auch gleich aus. Hab ein bisschen Schiss, weil der sehr spitz vorne ist.
Ist aber so ein bewegliches Gerät. Wir gucken gleich mal. Gleich zum Schluss, wenn das alles hier getrocknet ist, dann eine Lidschattenpalette. Ja, vielleicht mache ich gleich mal mit dem Finger was. Also, dass ich hier ein oder zwei Farben mir auf mein Lid gebe, um richtig ein Augen-Make-up zu schminken. Da fehlt mir heute die Zeit und die Ruhe. Aber, was heißt Ruhe? Eigentlich nicht. Aber ich möchte auch, dass die ersten von euch das auch heute noch Sonntagabend sehen können. Es gab noch eine Palette, so mit bärigen Tönen. Und das ist die Safari Fever. Und die ist schön dünn, ich mag das. Wenn ihr verreist, ich fand die jetzt ansprechender. Die 010 Wildlife. Das ist eine professionelle Lidschattenpalette. 14 sorgfältig ausgesuchte, hochpigmentierte und leicht zu verblendende Trendfarben. Vegan. So, wir haben eine Folie. Wir haben zwar keinen Spiegel, aber hat man immer in anderen Paletten, ne? So, jetzt habe ich mein Fläschchen umgeworfen. Die haben auch Namen und ich fand die sehr, sehr hübsch. Ne, wir haben matte, wir haben so, ja, wie nennt man das noch? Naja, ihr seht's. Verschiedene hier mit ein bisschen, aber ganz grober Glitzer, der vielleicht. Den finde ich auch schön hier. Wir haben was Helles. Ich gehe mal in Stone. Stone und dann gehe ich mal in Earth und Heatwave. Earth ist der braune und Heatwave ist dieser rötliche. So, das sind matte. Ja, also Stone ist, glaube ich, richtig schön zum Vorbereiten auch. Ist eigentlich jetzt, also der ist trocken. Der ist doch relativ schnell, finde ich gut. Also man kann den ja auch vielleicht, wenn einem das jetzt nicht gefällt, dass der so matt ist, kann man ja auch noch einfach einen Klarlack drüber geben. Aber mir, nö, ich kann mir das gut vorstellen, auch mal einfach so semi-matt. So, dann haben wir Kaktus. Genau, da stand ich, da war eine Frau neben mir, ein paar Schritte vor mir entfernt, die war am anderen Ständer und dann habe ich so für mich, ich sage so Kaktus. Okay, ich gehe jetzt in den Lidschatten Kaktus rein. Ich bin gespannt, wie stachelig der ist. Das ist der hier, Kaktus. Wir gehen mal rein und ja, er ist gröber, aber nicht pieksig, aua. Das ist Kaktus. Hier haben wir einen Kaktus, so ein Olivgrün mit goldenem Glitzer. Ja, wir haben hier so ein paar kleine Glitzer. Ist jetzt nicht so mein Favorite, aber kann man machen. So, Kaktus. Was haben wir noch? Ja, heißt ja auch Safari. Savanna ist auch schön. Das ist Savanna. Dann haben wir Wildlife. Das ist dieser marmorierte, sag ich mal, weißlich. Der hier, der glänzt schön. Was haben wir hier noch? Goldene Stunde, Golden Hour. Safari Flair, das ist dieser hier. Und welcher glänzt noch? Quicksand. Spirit sieht auch schön aus hier als Highlighter. Dann gehen wir mal in Spirit und in Quicksand. Das ist dieser glänzende. So. Wow. Ja, das kann man machen. Ich mag ja sowas. Ich mag sowas sehr. Dieses, was so ein bisschen wie metallisches, flüssiges Gold oder einfach so schön glänzt. Ne? Sind wir noch auf Sendung? Ja. Oh, die halten aber wirklich gut. Ich kriege die gar nicht ab. Was ist denn das? Braucht man keine Eyeshadow Base vielleicht. Ja, eine habe ich jetzt, ich weiß nicht, wer das war, kannte ich nicht so, die YouTuberin. Aber die hat halt, die benutzt nie eine Lidschatten Base. Bei der hält das alles so. Bei mir würde das alles hier weg. Aber ich mache jetzt mal Folgendes. D-Light ist noch ein hellerer hier. Den habe ich eben gar nicht gesehen. Seht ihr? Der hier. Also ist schon hier so orange, sind schon tolle Farben. Ich gehe mal in D-Light mit dem Finger. Das ist der und hau mir den hier aufs bewegliche Lid. Oh ja. Es gibt durchaus auch YouTuber, die schminken sich nur mit dem Finger. Aber die machen dann auch nichts Präzises, Kleines. Aber guckt mal. Schön hell. Ich mach mal den Stone, den etwas dunkleren, hier hin. Dann haben wir vielleicht einen Vergleich. Ja, der ist halt etwas dunkler. Ja, der ist dunkler. Okay. Kann man machen.
aber der hellere gefällt mir besser. Und dann gehe ich mal in, ja, jetzt würde ich mir auch ein in klar hier in die Lidfalte setzen. Ne? Es kommt noch eine Tüte, also wir kommen gleich noch zu den tollen Lippenprodukten. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal in, boah, Nature habe ich euch nicht geswatcht, das ist dieser hier. Ich glaube, ich gehe mal in den, hier. Den machen wir mal hier einfach auch mit dem Finger. Das ist so ein Karamell, ja, dreckiges Gold, sage ich da gerne zu. Aber ich bin kein, ich meine, ich trage meine Nägel ja jetzt kurz. Ich könnte euch auch einen Ticken ranzoomen, ohne den Ständer umzuwerfen, Nadine. Da geht das besser, wenn jetzt einer so lange Nägel hat, dann ist es schwierig, finde ich. Aber lässt sich mit dem Finger, guckt mal. Das ist ein schöner, natürlicher Ton, der so leicht leuchtet. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Da könnte ich dann, ja gut, mit dem kleinen Finger gehe ich jetzt mal in Spirit, in den hier, und versuche mir ein Highlight hier reinzusetzen. Ja. Also ich habe jetzt keinen Concealer, nichts. Ich habe nur eine Tagescreme im Gesicht. Ja, kann man machen. Guck mal. Schön, also die sind wirklich gut pigmentiert. Gut pigmentiert. Dann gebe ich mir den Spirit auch nochmal hier aufs andere Auge, in den Augeninnenwinkel. Und welchen gebe ich mir denn? Solar Flare, den hier. Den goldenen. Güldenen. Den mache ich mir jetzt auch mal mit dem Finger. Der sieht jetzt gerade ein bisschen fleckig aus. Der ist so ein bisschen bockig. Seht ihr das? Der hier hat sich schön gut durchgängig. Dieser hier macht eine... Der zickt rum. Ey, du Zicke. Wie sieht das denn aus? Das sieht so... Hier mal ein bisschen mehr, da mal ein bisschen weniger. Der gefällt mir jetzt mit dem Finger aufgetragen nicht so. Muss man nacharbeiten. Seht ihr das? Also auf dem ganzen Auge finde ich den schöner. Der hier... Nee, der zickt so ein bisschen rum. So, ihr Lieben, das war gerade Schwiegerpapa, der geht ein paar Schritte mit Puma und Puma war bei mir. Der wollte erst nicht. So, also der ist so ein bisschen, ja, es geht. Der hier gefällt mir besser irgendwie. Was könnten wir denn noch machen? Also ich habe schon, ich meine, ich könnte, jetzt habe ich den Pinsel nicht, ist ja nicht schlimm. Den Braunton könnte ich mir, der ist schön dunkel, den könnte ich mir für den Lidstrich. Aber da machen wir ja gleich hier diesen hier, ne? Da probiere ich den aus. Ich glaube, ich gebe mir mal Wildlife, den gestrichelten. Gebe ich mir mal hier in die Mitte. Ne, den gebe ich mir mal jetzt komplett hier drüber. Ist halt ein bisschen heller und glaube ich, strahlt das Auge noch ein bisschen besser. Ja, also mit dem Pinsel ist vielleicht nochmal eine andere Nummer, aber manchmal ist es ja auch so, dass die Finger besser funktionieren für manche, ne? Aber ist schon eine tolle. Stell mir da richtig in die Lidfalte, wir haben hier, den kann ich mir, den auch gut vorstellen, den rötlichen. Ich kann ja mal Heatwave nehmen und mir hier hinten in die Ecke legen. Ich lege mir den in die Ecke. Oh ja. Ein bisschen verblenden mit dem anderen. Ja, ist jetzt alles nicht präzise, aber ich muss sagen, schaut mal. Also die Palette, da kann man simple Looks mitschminken. Aber man kann auch richtig schön intensive Looks mitschminken. Auffällig durch diese hohe Pigmentierung der matten Töne auch, ne? Obwohl, ja. Da freue ich mich drauf, ihr Lieben. Ein bisschen habe ich euch was gezeigt und ich glaube, 14 Farben in so einer schönen Palette, da kann man nicht meckern, sage ich mal, über den Preis. Ne? Ich glaube, knapp 10 Euro. So, jetzt gucken wir mal, das war der Beutel. Jetzt habe ich halt hier noch einen Beutel, da war ich auch im, ich mache euch mal wieder eben raus, aber gleich hole ich euch wieder rein. So, ich habe nochmal Tempo-Boxen mitgenommen. Schöne Farben. Schaut mal, so eine Doppelbox ist das gleich. Ne? Ja, die Zeit ist halt noch da, dass man oft erkältet ist oder des Öfteren mal einfach nur einen leichten Schnupfen auch hat.
Das haben wir irgendwie alle. Bei mir geht es jetzt gerade, Johannes, ne, durch den Kindergarten fängt man sich schneller was. Aber ich schwöre halt im Moment auf, ihr wisst es, durch meine Aufgebraucht-Videos, Tempo-Boxen hier. Ne, die von Tempo, die kannst du ruhig mal in der Hosentasche. Ich gehe zwar eigentlich immer da durch, aber manchmal passiert es trotzdem. Du übersiehst eine Rotzfahne und die zerreißen nicht. Die zerfleddern nicht in der Waschmaschine. Ja. So, und weil ich die so toll finde, habe ich mir nochmal in einem anderen Design nochmal so eine Zweierbox mitgenommen. Was haben wir hier? So was Blaues, mit, sieht aus wie ein Herzchen. Und hier so, ist das Kornblumen? Ja, die sind wirklich toll. Nicht nur, weil sie nicht zerreißen, da kannst du wirklich Vollgas geben beim Trompeten. Da passiert so schnell nichts. So, was haben wir noch? Ja, dann stand ich irgendwie da vor dem, wo es diese Peeling-Geschichten gibt und Schwämme und Massagedinger Gedöns. Und da habe ich mir, ich fand den so süß. Es gab den in verschiedenen, auch ohne Gesicht. Das ist der sogenannte Mikrofaserreinigungshandschuh. Und der, weiß ich nicht, den, der hat mich so angelächelt. Entfernt Make-up nur mit Wasser. Nur mit Wasser. Mehrfach wiederverwendbar. Ja, natürlich, den werde ich auch waschen, oder? Wie bist du denn? Ich lese mal. Ideal für die tägliche Reinigung. Jo. Einfach nur anfeuchten. Aha. Durch eine regelmäßige Anwendung wird die Haut glatter, rosiger und seidig zart. Das ist nicht schlecht, ne? Nach jeder Verwendung gut ausspülen und zum Trocknen aufhängen. Handschuh vor dem ersten Gebrauch sowie in regelmäßigen Abständen in der Waschmaschine waschen. Keinen Weichspüler verwenden. Ich habe gar keinen Weichspüler mehr. Ach, da unten steht es. 40 Grad. Ja. Nee, ich habe also irgendwann auch ganz am Wäscheparfüm und so ein Gedöns. Braucht kein Mensch. Wenn man richtig die Wäsche wäscht, wichtig ist, das hat, früher hat meine Wäsche auch, ich habe die gewaschen. Und gerade so Pullover und so, die waren so müffelig. Und dann hat, ich habe die Waschmaschine immer zu voll gemacht. Das darf man nicht machen. Dann müffeln die. Man darf die Waschmaschine nicht packen, also so voll packen, dass keine Hand mehr zwischenpackt. Packt. So, jetzt kriege ich hier den Plastik-Nupsi nicht raus. Okay. Ja, ist aber süß. Hier. Kuckuck. Und sauber. Ja, nee, also das mal als Tipp. Wenn man das beherzigt und die Waschmaschine nicht bis oben hin vollpackt und das nochmal wäscht, also ich nehme auch nur noch, wie auch bei der Spülmaschine, nur noch Pulver. Ist besser für Umwelt. Umwelt weiß ich jetzt gar nicht mehr, will ich mal nicht so mich herauslehnen aus dem Fenster, nein. Aber auf jeden Fall lang, die Geräte leiden nicht so und könnten dadurch länger leben. Ja, seitdem benutze ich halt wirklich auch Spülmaschinen. Es ist einfacher zu dosieren. So diese Pads, die wirfst du rein. Manchmal braucht man gar nicht so viel. Ne? Das ist Quatsch. Wäscheparfüm braucht kein Mensch. Einfach normale Wäsche gewaschen, ohne Rosenduft, ohne Schokoladenduft. Der Mann, der denkt ja auch, dem. Ich hatte mal damals, wo das gerade rauskam mit dem Wäscheparfüm, ne, hier. Das war auch irgendwie so ein sehr süßlicher Duft, floral süßlich. Und da hat mein Mann dann auch gesagt, das war komisch. Und dann habe ich mir auch gedacht, das ist wirklich komisch. Das muss nicht sein, das können wir weglassen. Wenn wir ganz normal die Wäsche waschen, dann brauchen wir so einen Schnickschnack nicht. Und die Umwelt dankt es uns. So, das war das Wort zum Sonntag tatsächlich. So, letztes Mal habe ich euch mitgenommen, Haare gefärbt, ne? Ja. Noch sind die, also wirklich, ich hatte, war skeptisch, aber ich habe halt gesehen, es hat gut geklappt, habt viele von euch auch gesagt, ne, die grauen Haare hier sind nicht mehr sichtbar. Hier sehe ich ein bisschen was am Ansatz und da. Also ich habe mir so einen Haarfärbepinsel mal mitgenommen von Ebelin. Der hat hier zwei Seiten, einmal so einen grobzinkigen und einmal, und ich glaube, der hier ist ganz gut. Ich bin jetzt auch kein Haarprofi, ne? Hier, um die, damit man die Haarfarbe, den Ansatz, ne, dass man das richtig schön einarbeiten kann. Ja, Scheitel für Scheitel, ja, den werde ich ausprobieren, einfach wegen der Färberei. Ich habe vor, jetzt mal selber zu färben,
Ja, ich finde das jetzt auch nicht nervig. Ich mache das ganz gerne. Es hat auch Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Ich musste auch selber hinterher schmunzeln, doch, wie ich da am Hantieren war. Ja, ich darf auch jetzt, also ich bin dunkel, dunkelbraun, es sieht fast aus wie schwarz. Mir hat man als Tipp gegeben, das nächste Mal vielleicht, das war jetzt so ein schimmerndes Mittelbraun, ein Dunkelbraun zu nehmen. Das nächste Mal von Garnier Olia, die Marke hatte ich ja genommen, gibt es nämlich auch eine dunklere Variante und dann aber nur den Ansatz, sonst bin ich hinter schwarz. Also ja, und das will ich auch nicht so ganz so schwarz. So. Das Teil hat jetzt jeder irgendwie gefühlt in die Kamera gehalten. Viele schwärmen davon. Ich habe aber auch schon, ich weiß nicht mehr, bei wem es jetzt war, bei einem Mädel gesehen, die mochte das gar nicht. Ich will es mal ausprobieren mit euch. Habt ihr da Lust drauf? Wahrscheinlich habt ihr das Teil auch schon alle gekauft. Das ist, Balea hat ja auch irgendwie neue Reinigungsprodukte rausgebracht. Beauty Expert, das Cleansing Balm oder der Cleansing Balm mit 3% Squalan. Balm-to-Oil-Textur. Eigentlich mag ich so ein öliges Geschmiere überhaupt nicht, aber ich gebe dem, das irgendwie hat mich das gereizt. Reinigend. Sanfter Reinigungsbalsam, der wasserfestes Make-up und Sonnenschutz entfernt. Mit Shea-Butter und Traubenkernöl. Ja, kommt in so einer Dose und hat 100 Milliliter, ist vegan, steht hier. Aufs trockene Gesicht auftragen. Okay, ich hätte jetzt rein gefühlsmäßig gedacht, Gesicht anfeuchten, aber nein. Auf das trockene Gesicht auftragen und mit kreisenden Bewegungen in die Haut einmassieren. Die Textur verwandelt sich dabei in ein seidiges Öl. Anschließend mit lauwarmem Wasser abspülen. Es ist halt jetzt die Frage, ich habe es mir auch noch nicht angeguckt, in Verwendung Augen-Make-up. Es gibt von Balea ja das in der Flasche. Gibt es das noch? Wisst ihr, was ich meine? Dieses Reinigungsöl. Das habe ich damals auch gehabt. Und dann habe ich das auch an den Augen angewendet. Und dann habe ich wirklich so ein, das war so ein blödes Gefühl. Ich hoffe, das ist nicht hier so. Ich gucke mir das mal an. Okay, hier ist noch eine Folie drüber. Ich denke, ich werde das mal heute Abend ausprobieren oder mit euch zusammen. Riecht nach fast nichts. Und ist wirklich eine feste Paste, die sich so schon sehr ölig anfühlt, sieht man auch am Finger, der glänzt jetzt schön hier. Ja. Schreibt mir eure Erfahrung mal. Vielleicht habt ihr ja schon den ultimativen Tipp, weniger nehmen. Also da die, ja, hier ist kein Spachtel oder ne, hier ist kein Spachtel dabei. Wie viel nehme ich? Das ist ziemlich fest. Wie gehe ich damit um? Vielleicht habt ihr einen Tipp. Dann warte ich jetzt noch hiermit und teste das mit euren Tipps. Wer das schon gekauft hat und ausprobiert hat, schreibt mir eure Erfahrungen und wenn ihr Tipps und Tricks habt, dann gerne her damit. So, was habe ich noch? Ja, jetzt kommen noch. Upsala! Ich bin wieder auf dem Nagellacktrip. Aber. Ich will jetzt auch nicht zu viel, nur wirklich Farben dann auch kaufen, die ich gerne mag. Ne, zwei Lippenprodukte habe ich und eine Mascara. Ich wollte sie erst nicht kaufen, weil ich habe in den letzten Monaten, Wochen viele Mascaren gekauft. Und die, naja, egal, aber wir probieren ja gerne. Ne? Dafür mache ich das ja auch. Fake It. Die 24 Stunden Long Lasting Fake It in diesem Zitronengelb, wo man die Schrift nicht drauf lesen kann. Volumen False Lash Mascara. Ja, ich habe aus der Reihe eine, aber ich weiß nicht, ob die Fake It heißt. Müsste ich vergleichen. Hier steht drauf 24 Stunden, das ist lang. Deep Black. Falsche Wimpern-Effekt. Plöpp. Ui. Du bist aber ein langer. Das ist aber ein langer Bömmel. Guck mal hier, der wird dick, dünn, dick. Das mag ich eigentlich nicht so, wenn du vorne so dick bist, weil dann haue ich mir gerne die Bürste. Oh mein Gott, aber ich werde es gleich ausprobieren mit euch. Wir testen das. So, ich habe bei Trend It Up finde ich es schön, dass es so kleine Mini-Fläschchen gibt, sage ich mal, mit jeweils 6 ml Inhalt. Ich habe mir drei Lacke mitgenommen, ein klassisches Schwarz. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Schwarz habe. Ich meine ja. Easy Speedy. Easy Speedy, so heißen die kleinen Dinger hier. Kennt ihr die?
Das ist jetzt dann schwarz. Das heißt, nee, die haben nur Nummern, 120. Und dann habe ich einen schwarz, der heißt 450 mit Glitzer. Seht ihr, so mittelgroben Stückchen in Silber. Und als letzten, ich fand in Kombi vielleicht auch schön, so ein Rot mit Schimmer. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das, das ist die Nummer 100 vom Auftrag. Wir können den roten ja mal auf... Oh mein Gott, feste zu. Na, hast du auch einen schrägen Stängel? Ne, ich glaube nicht. Ist halt die Frage, der ist aber sehr kurz, ob man dahinter alles rauskriegt. Das ist das Pinselchen. Guck mal, wie kurz. Mini, Mini, ein kleiner Mini. Dann kommst du auf den Daumen. Aber der Pinsel an sich ist schön breit. Riecht auch schön. Ja, ich habe mir jetzt die Haut wieder angemalt, weil der Daumen hier an einer Stelle super kurz ist. Ich kann die halt im Moment noch nicht länger tragen. Aber das war ganz gut. Ja, bis auf, dass ich mir hier die Haut angemalt habe. Daumen reinhalten, schwierig, aber so, seht mal. Also das sehe ich schon, das ist deckend. Besser wie bei Espressi, eine Schicht und deckend. Schöner Schimmer, schöner Glanz. Hier, ja, die heißen ja jetzt Easy Speedy. Mal gucken. Hier steht auch kein Timer, keine Zeitangabe. Mal gucken. Ja, und die anderen halt schwarz und schwarz mit Glitzer. Da gab es noch andere tolle Farben. Wird vielleicht der ein oder andere irgendwann dazukommen. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich hatte ja LED-Lack. Hat bei mir nicht funktioniert. Hat leider mit meinen Nägeln nicht keine gute Verbindung eingegangen. Meine Nägel sind halt leider, haben gelitten dadurch. Oder ich habe halt mit dem Fräser auch nicht alles richtig gemacht. Ich weiß es nicht. So, dann als letztes und dann probieren wir aus. Lippenprodukte. Ich hatte erst noch eine dritte Farbe, aber habe ich dann die Flossen von gelassen. Heißt, ist das der Name? Ne, was steht denn hier? Hä? Ich bin gerade verwirrt, weil hier, das sind nämlich die gleichen, Shine Bomb heißen die. Die sind wohl auch, jetzt kommen neu rein, habe ich die zwei Farben, Shine Bomb. Das sind sogenannte Liplacker, die mehrere Stunden auf den Lippen halten sollen. Oh Gott, 3 Milliliter haben wir. Glänzender, flüssiger Lippenstift mit intensiver Farbabgabe, Anwendung, angenehm zu tragen und nicht austrocknend. Das ist sehr gut, weil ich habe das bei einem jetzt gehabt. Das war das Maybelline, ich glaube. An sich hält der super, ne? Auch vom Auftrag, aber hat mir so die Lippen ausgetrocknet. Vor Gebrauch schütteln. Okay. Ja, ich habe die Farbe, weil hier steht nichts. Ich weiß nicht, ob... Habt ihr nicht einen Tester mitgenommen? Nee. Und hier steht halt Honey oder so. Seht ihr das? Hier ist ein Schildchen. Hier ist kein Schildchen. My Fave Shade Honey. Also das ist 070. Nee, nicht Honey. Hier steht Honey. Hotti. Der heißt Hotti. Hier oben, da seht ihr da. Das ist Hotti. Und dann habe ich noch die 050 Feeling Berry Special. So. Und es gab Tester und ich habe wirklich nicht lange, ich habe mir dann sofort einen Lappen genommen, aber das zieht schon in die Haut. Puh. Riecht angenehm. Ist ein ziemlich langer Applikator. Es gab viele tolle Farben, aber so jetzt keine krassen Farben. Einen so einen bräunlichen, auch ein schönes Rot. Aber ich glaube, dass mir so ein Bärenton am besten steht. Was macht denn der Lack? Oh, der ist trocken. Der ist trocken, das ist wirklich speedy. Schön. Hier. Ja. Ich weiß noch nicht, welchen ich mir auf die Lippen mache. Vielleicht Hotti. Oh, ich glitzer von... Was habe ich denn gerade getestet? Ich habe hier noch... Das ist Hotti. Ich glaube, ich mache mal Hotti drauf. Wir machen mal Hotti drauf. Ah. Es ist so ein ja, schon braun, Lips Bud Better fast. Irgendwie kitzelt das gerade. Entweder ich habe heute mega empfindliche Lippen. Wenn ich mir hier mit dem Applikator drüber fahre, ist das so ein etwas kitzliges Gefühl. Aber ich muss sagen, die Textur ist wirklich,
Gott sei Dank nicht zu flüssig, es ist eher cremig flüssig. Oh, schön. Okay, und ich bin ja. Das reicht mir schon. Überhaupt kein Profi, was sowas angeht. Moment. Ja. Es ist so ein bräunlicher Ton, ne? Eigentlich, ich hatte auch echt überlegt bei der Farbe Hottie, aber ich muss wirklich sagen, Nadine, der gefällt mir. Und es ging wirklich relativ zügig mit diesem Pinsel. Der ist schön schmal und der hat wirklich so feine Härchen. Das hat gerade so gekitzelt, so schön. Also, und wenn der jetzt wirklich gut hält, boah, und nicht die Lippen austrocknet, dann wird das mein heiliger Gral. Das weiß ich jetzt schon. Dann trage ich auch mal Lippenprodukte. So, wir lassen das mal antrocknen noch hier. Seht ihr nochmal den schönen Bärenton? Und den habe ich jetzt. So, ich bin begeistert. Lidschattenpalette haben wir getestet. Jetzt hole ich euch wieder ran, sagte sie und fährt die Kamera noch ein Stückchen nach hinten. So. Pinsel. Mascara. Dann habe ich noch das Blush, probieren wir aus, und den Highlighter. So, also dieser Rotton hier, das gefällt mir. Ist jetzt nicht schön aufgetragen, aber ja, hier ist keine Kugel drin. Ich habe jetzt hier den neuen Eyeliner in Waterproof. Ja, vielleicht mache ich das mal wirklich. Richtig schön schminken im Hochsommer oder auch jetzt, wenn es schon wärmer ist. Ich meine, ich schwitze ja automatisch. Und dann testen wir mal so Make-up. Aber die Farbe, guckt mal. Ich finde es auch schön, dass die nicht matt abtrocknet. Also abtrocknet. Nein, die bleibt halt noch so schön ein bisschen glänzend. Ne? Toll. So, jetzt wollen wir mal gucken. Mal ein bisschen Schnabel halten, Nadine. Oh. Ja. Pinsel ist schön dünn. Ja, ich fahre heute nirgendwo mehr hin. Wir haben jetzt 4 Uhr gleich. Ich muss das Video jetzt auch noch bearbeiten, ne? Damit ihr das jetzt genießen könnt. Es ist halt heute sehr unangenehm. Wir waren mit Johannes eben bei uns auf der Wiese, aber sind auch ganz schnell wieder rein, weil es ist sehr windig und der Wind macht das Ganze sehr unangenehm. Und ich lasse auch. Oh, das fällt mir aber. Es ist ein schönes Schwarz. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, ob das. Wenn das getrocknet ist, ob es matt oder glänzend bleibt, wir gucken mal einfach. Ja, aber ich hatte erst gedacht, ich habe mehr Probleme. Also das ging recht gut. Jetzt habe ich hier die Mascara, die Fake It. Die trage ich mir jetzt mal hier auf, im anderen Auge, rühre noch mal im Döschen rum. Ah, das ist schon. Ah, ich das vorher gewusst hätte. Ich mag solche Bürsten eigentlich nicht. Seht ihr das? Das, naja, mal gucken. Wenn die so einen dicken Stängel vorne noch mal haben. Oh. Ich hatte auch erst, oh, siehst du, hier vorne. Warum macht man das? Siehst du, jetzt bin ich hier schon hängen geblieben. Oh. Vorne braucht man es immer spitz und nicht so ein Knüppel. Catrice. Also bei mir geht es zumindest so. So, die gibt natürlich auch gut Produkt ab. Die Härchen stehen mega eng zusammen. Voll Slash. Naja, ich gehe noch mal rein. Sorry. Oh, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Spucke in eine falsche Röhre gekriegt. Diese neue von L'Oreal, die Panorama hieß die, ne? Die ist nicht schlecht, die ist echt gut. Die hier ist auch nicht, also von der Farbabgabe, man sieht es, aber ich sehe jetzt schon, hier sind so wie Klüppchen irgendwie, das sieht so komisch aus, oder? Ich muss hier mehr hin und her zuppeln. Und siehst du, da bin ich schon. Das ist halt, du willst ja hier auch hier vorne die Härchen erreichen und wenn du so eine langen und dann vorne noch so ein Knüppelchen hast,
Dann malt man sich an. So, jetzt bin ich gespannt untenrum. Nee, das ist absolut, Catrice, da habt ihr euch nicht mit. Das ist absolut schlecht gemacht. Ich weiß nicht, wer da... Guck doch mal. Ich male mich doch jetzt hier, wenn ich hier reingehe und du gehst so runter, das ist zu lang. Erstmal ist der Pinörkel zu lang. Und dann noch vorne so einen breiten Knüppel dran zu bauen, das ist nicht hier. Macht keinen Spaß. Nee. Mir gefällt auch das Ergebnis nicht. Man sieht natürlich, ich habe Mascara drauf. Aber da ist, da hat Catrice im Sortiment Mascaren. Die sind viel, viel besser. Da braucht man nicht diese Fake It. Nein. So, hier seht ihr nochmal die schönen Farben. Die brauchen eine Weile. Wenn ich jetzt drüber gehe, ne, also ich denke auch mal, ich habe hier ein Taschentuch. Ich beiß mal. Da haben wir hier noch Farbabrieb. Also die Mascara, die probiere ich nochmal, aber... Ich glaube, ich habe gerade einen Schneeball an meine Fensterscheibe gekriegt. Bin mir nicht sicher. Ich glaube ja. Ja, mein Mann wusste nicht, ob er noch mal rausgeht. Aber die Farbe gefällt mir. Ja. Kann sein, dass die gerade draußen sind. So, also. Mascara brauche ich mir hier. Das finde ich absolut, absoluter Fail. Lang und dann vorne noch ein Knüppelchen, so einen breiten Ömmis dran zu bauen. Also, der Eyeliner ist schön, Catrice. Der ist schön. Habt ihr das gehört? Ich weiß es nicht. Ich habe einen dicken Schneeball jetzt an der Scheibe. Ich stehe jetzt nicht auf. So, was machen wir jetzt noch? Jetzt habe ich hier dieses wunderschöne Reval Loves Me Just You and Me Blush. Und in Kombination mit dem Pinsel werden wir das jetzt auch mal ausprobieren. So. Macht man am besten so oder so? Ich mach mal so. Oh ja. Der ist halt schön fest gebunden, der Pinsel. Das reicht schon, guck mal. Ja. Hat der auch Schimmer? Ist auch so semi-matt, kommt er mir rüber. Aha. Schön. Oh, hier habe ich mehr erwischt. Guck mal hier. Lalalala. Ich habe allgemein viel erwischt. Also dieses gut pigmentiert. Aber ich schmink mich gleich wieder ab. Ist egal. Aber ihr seht, da ist auf jeden Fall Pigment da. Ist an Bord. Lässt sich aber auch gut hier verblenden. Der Pinsel piekst nicht. Der ist super. Jetzt mache ich den ein bisschen sauber. Space. Der neue Holo Highlighter von Catrice. Holo Highlighter, ja. So, da gehe ich jetzt mal mit einer Seite hier mit der Kante rein, so ein bisschen. Ja. Hier würde ich jetzt highlighten. Oh ja. Oh, Hilfe. So, mein Mann wird sich gleich ordentlich einen anhören müssen. Es ist ja schön, aber es kann durchaus mal in so einem Schneekügelchen kleine Steine und dann, naja, egal. Wir wollen mal nicht so. Oh, da haben wir aber schön Schimmer. Schaut mal. Also der Pinsel ist jetzt nicht ideal dafür. Das ist jetzt, aber guckt mal auf meinen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ihr seht an meinem Zucken, ich erschrecke mich immer. Also die Nase schimmert jetzt so pinky und mein Akku ist leer. Okay. Ich komme sofort wieder. So, ihr Lieben, ich glaube, die Männer draußen haben sich beruhigt. Aber ja, meine Nase leuchtet, die glänzt richtig schön. Das ist Holo. Das kann man schon sagen. Ja, es ist ein schöner Glanz, muss man mögen. Aber ich mag das eigentlich fast immer und ihr wisst es, ne? Also abschließend kann ich sagen, ich rubbel jetzt mal fleißig, kräftig über meine Hand. Ne, dann gehen die natürlich weg, aber man sieht, es zieht gut ein. Also ich muss auch wirklich, also habe ich denn jetzt alles ausprobiert? Ja, Nägel. Ja, hier seht ihr ja, hier könnte man jetzt noch eine zweite Schicht drüber geben.
Ich mag die Lacke. Gut, hier braucht man tatsächlich, wer es deckend haben will, zwei Schichten. Und der hier hat eine gute Nummer gemacht in einer Schicht von Trended Up, die kleinen Zwockel. Die könnt ihr euch mal angucken. Also, das war jetzt mein bunt gemischter Haul mit vielen Neuigkeiten, vielen Neuheiten. Ich bin von keinem Produkt irgendwie enttäuscht, außer ihr wisst jetzt hier, die Zitronenmascara, so nenne ich sie jetzt mal, die Fake It von Catrice, die neue. Nee, die ist nicht schön. Also die ist, ja, sie macht, man sieht definitiv, man hat was drauf. Klar, jetzt habe ich hier nichts drauf, ne? Also ich kenne jetzt die anderen Produkte. Ich habe auch noch kein Video gesehen über die ganzen Neuheiten, was kommt jetzt rein. Aber ich bin, erster Eindruck, Liner, also Eyeliner, top. Lippenprodukt, die Farbe werde ich auch mal tragen. Ist natürlich etwas auffälliger, das bärige Rot. Es gab auch ein schönes normales Rot. Aber dieser hier, Hottie, irgendwie mag ich den total. Habe mich richtig verliebt in die Farbe. Das Gefühl ist auch angenehm. Jetzt bei dem Maybelline, ich glaube, es war ein Maybelline, auch so ein Liquid-Lacker. Da hatte ich jetzt schon ja so dieses Spannen auf den Lippen. Und hier ist es wirklich so, ich weiß nicht, was drin ist. Hier steht jetzt, glaube ich, auch sonst nichts. In diesen Shine-Bomb-Dingern von Catrice hier. Ich denke, dass da so ein bisschen Pflege drin ist. Aber ich glaube auch, ich weiß nicht, was da versprochen worden ist. Ich kann es jetzt. Ich glaube, dass der hier nicht stundenmäßig so lange halten soll wie jetzt ein Maybelline. Aber für mich, wenn der jetzt ein bisschen Essen, Trinken aushält und man hat immer noch was auf den Lippen, vielleicht nach 2, 3 Stunden immer noch, dann finde ich, ist das super. Ja, also auch der Holo, ich mag solche Produkte, gefällt mir sehr. Und die Reval Loves Me LE, also zumindest Pinsel, muss man mögen, aber ja, Blush aufpassen. Ihr seht, ich habe ein bisschen, ja, grobmotorisch in dem Blush rumgewühlt. Die Lidschattenpalette finde ich toll. Auch die Bärige. Die Bärige hatte, da war ein Ton, der war so gelig. Der war richtig, weiß ich jetzt nicht mehr, was der kann. Der hatte so Nupsis drin, sah aus wie so kleine Mini-Kaffeeböhnchen und dann so ein farbloses Gelee, sag ich mal. Ja, aber das wollte ich nicht. Ich wollte die Safari Fieber. Night Fieber, Night Fieber. Na, 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 na. Ich habe minimal, nö, ich habe gar nichts an der Tasse. Schön. Also, bis auf die Mascara bin ich doch sehr angetan. Erster Eindruck top. Hat mir Spaß gemacht. Was der Cleansing Balm mir kann, verratet mir mal eure Meinung, falls ihr den schon getestet habt. Wie wendet ihr den an? Braucht man viel? Wie handhabt ihr das? Da würde ich mich sehr, sehr freuen über Kommentare. Und jetzt, ja, entlasse ich euch. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Und freue mich sehr, wenn ihr auch im nächsten Video wieder einschalten würdet. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.